8 Monate waren wir nun in Deutschland und Luisa konnte ihr Studium erfolgreich abschließen. Wenige Tage nach der letzten Prüfung sitzen wir schon wieder im Flieger nach Grenada. Mit der Fähre geht es rüber nach Carriacou, einer sehr kleinen Karibikinsel, auf der unser Boot die ganze Zeit an Land stand. Geht's los! Wir sind sehr gespannt, was uns dort gleich erwarten wird. Hi, ich bin Matthias und das ist meine Freundin Luisa. Gemeinsam haben wir im Sommer 2020 die Leine in Deutschland losgemacht. Mit kleinem Budget segeln wir auf diesem wundervollen Ozean. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr mitkommen wollt, auf die Reise unseres Lebens. So, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir sind wieder auf Carriacou. Hatten jetzt fast 2 Tage lang Anreise. Die Zwischenübernachtung auf Grenada. Dann sind wir noch eben mit der Fähre 2 Stunden hergefahren. 41 Stunden, ich habe mal gerechnet. 41 Stunden waren wir jetzt insgesamt unterwegs. Von Rostock bis hier. Genau, also war ziemlich anstrengend. Wir haben auch einen Riesenhaufen Kram mit, zum Beispiel hier dieses Wingfoil-Board. 2 Koffer und Riesenhandgepäck. Genau, also war super anstrengend herzukommen. Ich bin auch noch nicht ganz fit. Ich habe leider mir so eine Magenentzündung eingefangen. Kann also jetzt hier nicht mit einem kühlen Bier feiern, dass wir wieder da sind und alles gut ist. Aber mit kühlem Wasser vielleicht. Mit einem kühlen Wasser oder einem Tee oder so vielleicht. Und wie ihr seht, Wanderling steht noch. Alle Planen sind noch intakt, so wie ich das von hier sehen kann. Es ist alles noch wunderbar. Ich habe gerade noch mal ein paar Stützen nachgezogen. Und jetzt gucken wir mal hoch und schauen uns mal an, wie es da aussieht. Das letzte Mal, als ich nach einem halben Jahr wieder da war, war das Schiff hier auf Trinidad. Und da hatten wir die absolute Hölle an Bord. Da war alles verschimmelt, alles vergammelt, mehrere Regale musste ich entsorgen, alles neu machen und so. Da konnte man überhaupt nicht an Bord leben. Wäre natürlich jetzt für uns cool, wenn das diesmal nicht so ist, weil wir dann hier schon an Bord pennen können, sonst müssen wir noch ein Zelt aufbauen. Also, los geht's. Ihr seid live dabei. Der Sticker hat auf jeden Fall die Regenzeit überlebt. Das war so eine Pergamenttragetüte. Permanenttragetüte. Jetzt ist es eine Pergamenttragetüte, genau. Die ist komplett aufgelöst. Hier flattert noch ein bisschen was davon rum. Weißt du, das geht noch? Das ist ja auch schön. Tada! Yay, meine Flipflops! Brennen nämlich schon die Socken. Ach, du Scheiße. Ja, okay, das sieht erstmal gut aus hier. Schön trocken alles. Diesmal habe ich hier alles komplett dicht gemacht. So, weißt du den Pin noch? Ich glaube, ja. Nee, das war's nicht. Das wäre ja richtig geil, wenn es daran jetzt scheitert, dass wir nicht reinkommen. Ach, ja. Yay! Geschafft. Also, wir haben gerade ein Ei gefunden. Hier hat ein Vogel gebrütet bei uns. Offenbar. Sind sie da vorne wahrscheinlich durch. Guck da, ja, das ist ein kleines sein, Loch. Ja. Da sind sie rein und haben hier drin. Naja, ist auch perfekt für so eine kleinen Vögel. Jetzt wollen wir mal sehen. Ja. Wie riecht's? Ziemlich gut sogar. Kein Schimmel. Sieht wirklich gut aus. Die Bakterien sind bei 13,7. Batterien heißt das übrigens. Für alle, die sich fragen, was er meint. Wahrscheinlich finden wir die nächsten Wochen irgendwo hier auch noch ein Nest. Ach, guck hier, ich hatte sogar noch einen Toilettenschlüssel. Ist doch gut, dann haben wir 2. Das funktioniert. Yay! Ein bisschen stickig ist es hier drin, aber es ist kein Schimmel, gar nicht. Aber nach 8 Monaten darf es auch ein bisschen stickig sein. So haben wir das hier vor 8 Monaten hinterlassen. Und ich bin echt fasziniert, weil es ist alles trocken. Es ist kein Schimmel, jedenfalls so auf den ersten Blick. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Also, ich bin begeistert. Guckt euch das an, ist alles tipptopp. Wie sieht die Kühlbox aus? Auch super. Hier ist noch die To-Do-Liste, die ich geschrieben hatte.
und dann abgehakt hattet, bevor wir losgefahren sind. Also, es sieht alles super aus, aber um hier heute Nacht pennen zu können, müssen wir jetzt natürlich trotzdem putzen. Natürlich, ist ja klar, es ist jetzt fast ein Jahr hier unbenutzt gewesen, das Boot. Einmal richtig durchlüften, umräumen. Da vorne das Vorschiff kann ich euch nochmal kurz zeigen. Das sieht auch total vollgemüllt aus, weil da habe ich ja die ganzen Sachen gestaut. Also insofern ist jetzt noch einiges zu tun. Ich werde versuchen, zwischendurch mal die Kamera laufen zu lassen, aber mehr dann auf jeden Fall ab morgen. Es gibt viel zu tun. Aus Sorge vor Schimmel haben wir alles, was nicht nied- und nagelfest ist, eingeschweißt. Die Bettwäsche, in der wir heute Nacht schon schlafen wollen, muss erstmal auslüften. Luisa bringt die Pantry wieder auf Vordermann und ich die Vorschiffskabine. So Leute, es ist ein neuer Tag auf der Werft, der erste richtige Arbeitstag und ich habe schon ein bisschen Holz besorgt. Ich war schon im Budget Marine, habe noch ein paar Kleinigkeiten besorgt, Arbeitsmaterialien, habe mal Preise verglichen mit für Epoxy und Farben und sowas. Wir haben gestern schon unser Dinghy aufgebaut. Ihr seht, es lebt noch. Sorry für den Wind hier. Der Motor braucht noch ein bisschen Liebe. Da kümmern wir uns nachher drum. Danach können wir rüberfahren zu Carrier Q Marine und da mal gucken, wie die Preise für Epoxy und so weiter da sind. Und dann können wir den ganzen Kram kaufen. Jetzt baue ich erstmal aus ein bisschen Altholz, was ich gefunden habe, einen Tisch zusammen, dass wir hier so ein paar Sachen, Werkzeug und so drauf stauen können und hier so ein bisschen die Baustelle einrichten. Auf geht's! Einsortiert, die noch hier an Bord waren. Und meinen Koffer, den ersten von unseren beiden Koffern, habe ich schon mal komplett aussortiert und in die Fächer eingeräumt. Also viel Geräume. Ja, jetzt ist es mittags, wir sind irgendwie ganz schön überhitzt. Es ist relativ warm heute. Aber genug Wind, zum Glück. Ja, der Tisch steht. Wie ihr seht, ist jetzt nicht gerade eine Schönheit geworden, aber stabil genug. Und jetzt werden wir uns mal einen Dinghy-Motor machen, damit wir ein bisschen handlungsfähiger sind und nochmal rüber können zu Carrier Q Marine. Ist auch ziemlich cool, wenn das klappt, weil da drüben kann man nämlich kostenloses Wi-Fi zocken und direkt in so einer schönen Bar sitzen mit Stromanschluss und so. Und Wasser kriegen und Benzin kriegen und ja, so ein Gedöns. Jo. Also fangen wir jetzt mal an mit dem Motor. So, hier seht ihr schon, der Tank sieht ziemlich räudig aus. Und den werden wir jetzt von oben putzen, den Ablauf abmachen. Und dann ein paar Mal spülen. Was machst du da rein? Da müssen wir Reiniger. So, den Tank haben wir jetzt ein paar Mal gespült und ausgeschüttet. Jetzt kommen wir als nächstes zur Vorfilterpumpe. Die mache ich auch kurz auf und gucke, wie die aussieht. So, hier haben wir jetzt den Vergaser. Den bauen wir jetzt auch nochmal auseinander und gucken mal, wie der aussieht. Unser kleines Dinghy schwimmt wieder. Wir waren jetzt gerade nochmal mit dem Maxi-Taxi in Hillsborough. Das ist irgendwie so 5-6 Kilometer weiter im Norden, um paar Sachen einzukaufen. Ich habe noch einen Stecker gekauft, um unser Landstromkabel umzubauen, dass wir hier von dem 240 Volt Strom profitieren können. Und haben Benzin geholt und uns eine Digizell-Karte gekauft, dass wir wieder mobiles Internet haben. Ja, dann gucken wir mal, ob jetzt unsere Waschaktion hier des ganzen Kraftstoffschranks funktioniert hat und ob der Motor jetzt läuft. Guck mal, das ist ein blauer Strang. Also wir haben auch Flagge Q, ne? Dann wird tatsächlich die Nordzange sein, ja. Nein, wir müssen noch drei neue Strauß einkaufen. Aber mal immer hin.
Ja. Ja. Das ist echt die Nordklang. Janschek! Ja, das sind Freunde von uns, die gerade über den Atlantik gekommen sind. First Landfall. Wir haben uns hier verabredet, weil die auch raus müssen, die haben einen Ruderschaden. Oh, krasser Scheiß, ey. Unglaublich. Hey, Leute. Wir haben es geschafft. Was für ein Timing. Geiler Scheiß. Oh, mega, dass ihr da seid. Ja. Cool. Mega Zufall. Könnt ihr die nach vorne legen? Als Spring? Ich hab gar keine Ahnung. Keine Zerrung. Aua. Wow! Hey, ihr Seefahrer. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ich jump sofort rüber und noch Arno Geiler Scheiß, was für ein Zufall auch. Wir waren gerade noch hingeführt, so in der anderen Stadt. Janschek, wie war die Atlantiküberquerung? Bist du zufrieden? Richtig zufrieden, richtig gut. Wir freuen uns jetzt auf die Bar, die du uns gleich zeigen wirst. Ja, mega schön, wir haben einfach den Atlantik überquert. Richtig cool. Oh mein Gott, ja. Und die waren auch noch 3 Tage schneller als wir, das kann ich gar nicht so in die Kamera eigentlich sagen. Und was sagst du? Erstes Ocean Crossing, natürlich auch für dich, ne? Oder? Natürlich. Oder tue ich dir Unrecht? Nee, du tust mir nicht Unrecht. Es war das erste und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr gleich auf ein Bier mit euch allen zusammen. Das wird schön. Kariaku. Kariaku! Willkommen. Was für ein krasser Zufall. Wir haben nämlich gar nicht gewusst, wo die sind. Die haben auch keine AIS gesendet, dass man bei Marine Traffic mal gucken könnte. Und dann fährt hier so ein Boot rein und Luisa so, die Nordklang, ist das nicht auch eine Catch? Könnte das nicht vielleicht Nordklang sein? jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Bleibt auch stabil, ne? Der hakt überhaupt nicht.